Die Geschichte um das Haus mit den Zwingern nahm für meinen Freund und mich an einem Vormittag im Spätsommer ihren Anfang. Holmes hatte in der Stadt zu tun gehabt. Ich traf ihn auf der Treppe, als er zurück in die Baker Street 221B kam und ich gerade die Teekanne aus der Küche nach oben bringen wollte. Ah, Watson. Gut, dass Sie schon wieder da sind. Ja? Ja, es ist eine junge Dame im Wohnzimmer, die Sie dringend zu sprechen wünscht und sich nicht abweisen ließ. So, so. Sie wollte unbedingt auf Sie warten. Wie nett. Wer ist es denn? Moment. Ja, hier. Hier ist Ihre Karte. Mhm. Miss Nancy Millington. Mhm. Ob sie wohl mit Tom Millington, meinem alten Cricket-Kameraden, verwandt ist? Keine Ahnung. Ich habe Tee aufgebrüht. Ah, sehr gut. Offenbar ist Mrs. Hudson also immer noch nicht zurück. Nein, ist sie nicht. Sie wird sich wohl mal wieder mit Miss Mapleton verplaudert haben. Ich darf hinzusetzen, wie üblich. Ach, ja, es ist ein Kreuz mit den beiden Schnatterliesen. Schön. Dann will ich die junge Dame mal nicht länger warten lassen. Ja. Mr. Holmes, endlich. Was kann ich denn tun für Tom Millingtons Schwester? Wie können Sie wissen, dass ich... Meine liebe Miss Millington, Ihr Bruder und Sie gleichen einander wie ein Ei den anderen. Oh. Tee? Ja, gerne, danke. Bitte, nehmen wir doch alle Platz. Ja. Natürlich. Wie geht es denn meinem alten Freund? Danke, es geht ihm gut. Er lässt Sie grüßen. Oh, wie nett. Ich erwidere auf das Herzlichste. Das will ich gerne ausrichten. Um ehrlich zu sein, war es Tom, der mich zu Ihnen geschickt hat. Ah. Hm. Obwohl er glaubt, dass es eigentlich unnötig ist, Sie mit der Sache zu behelligen. Seit ich hier sitze und auf Sie warte, bin ich mir auch zunehmend unsicher, ob es richtig war, Sie aufzusuchen. Oh, dies zu beurteilen, dürfen Sie getrost mir überlassen. Der Tee. Oh, danke. Jetzt sind Sie ja schon mal hier, was mich freut. Und mich auch. Das glaube ich gern. Meinen Freund und Chronisten, Dr. Watson, haben Sie ja bereits kennengelernt. Ja, allerdings. Dann weihen Sie mich doch bitte in aller gebotenen Ausführlichkeit ein, in das, was Ihnen Sorgen oder Kopfzerbrechen macht. Ich darf Ihnen versichern, Dr. Watson und ich haben ein offenes Ohr. Tja, möglicherweise wirkt das alles in der Zusammenfassung vollkommen harmlos und Sie werden genauso über mich lachen, wie es Tom getan hat. Wir werden sehen. Aber ich muss es mir einfach von der Seele reden. Wie gesagt... Wozu? Wie Ihnen womöglich bekannt ist, wohnen Tom und ich zusammen. Nein, das war mir nicht bekannt. Ich habe Tom aber auch schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Wir bewohnen ein Haus in West Bilsington. Du lieber Himmel, wo ist denn das? Es ist eine kleine, nette Ortschaft, nicht weit von Pulborough entfernt. Ah, also in Sussex. Ja, in Sussex. Tom betreibt dort neben den Cricket-Spielen auch etwas Landwirtschaft. Na, das hat ihm beides schon immer große Freude bereitet. Es sind jetzt knapp 4 Jahre her, seit wir dort eingezogen sind. Die meisten kleinen Häuser in der Nachbarschaft werden von Arbeitern bewohnt. Na ja. Das einzige große Anwesen in der Umgebung ist das Pfarrhaus. Es verfügt sogar im weitläufigen Garten über einen Tennisplatz. Oh. Und genau um dieses Pfarrhaus geht es. Aha. So was. Fälle, die in Pfarrhäusern spielen, scheinen sich mittlerweile zu einer Spezialität von Ihnen zu entwickeln, Holmes. In der Tat. Was ist denn mit diesem Pfarrhaus, was Sie so beunruhigt, dass Sie sich heute extra in die Stadt aufgemacht haben, Miss Millington? Vor etwa einem Jahr, da starb der alte Pfarrer. Er war ein Mann von großer Bedeutung für die Region. Ein Pfarrer, wie wir alle ihn uns nicht besser hätten wünschen können. Und das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Mhm. Er veranstaltete zum Beispiel regelmäßig Tennisturniere in seinem Garten. Oh, guck an. Einen solchen Pfarrer lobe ich mir. Ja. Als er starb, fragten wir uns daher natürlich alle, wie es nun weitergehen würde und wer in seine Fußstapfen treten würde, was keine leichte Aufgabe ist. Ja.
Es hat etwas gedauert, bis sich jemand gefunden hat. Im Grunde ist der neue Pfarrer auch durchaus eine vortreffliche Wahl. Indes beschlossen er und seine Frau, nicht im Pfarrhaus zu wohnen. Da man, bedingt durch die Größe des Hauses, um die Anstellung von mindestens 4 Dienstboten nicht herumkommt. Oh. Das konnten oder wollten sie sich bedauerlicherweise nicht leisten. Sie zogen in ein kleines Landhaus. Das Pfarrhaus wurde dann von der Kirche einem Makler übergeben, welcher aber lange Zeit keinen neuen Eigentümer fand. Mhm. Dann, vor etwa 2 Monaten war das, mietete es eine Mrs. Hamilton. In der Ortschaft wurde der Atem angehalten, ob nun doch vielleicht alles so weitergehen würde wie bisher. Der Tennisplatz ist vermutlich der einzige weit und breit. So ist es, Mr. Holmes. Tja. Leider wurden unsere Hoffnungen, dort auch weiterhin der Geselligkeit frönen zu können, arg enttäuscht. Ach, das tut mir leid zu hören. Ja. Mrs. Hamilton scheint eine große Hundenärrin zu sein. Aha. Sie hat auf dem Gelände diverse Zwinger aufstellen lassen und auf den großen Rasenflächen mit hohen Gittern gesicherte Freilaufbereiche abgesperrt. Mhm. Überall im weiten Umkreis hat sie sehr professionell gedruckte Zettel aufhängen lassen, auf denen sie anbietet, Hunde in Pflege zu nehmen. Mhm. 12 Hunde verschiedenster Rassen hat sie bereits beim Einzug mitgebracht. Das war aber wirklich nur der Anfang. Ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Ja, und ich nicht minder. Die Ortschaft ist wirklich nicht groß. Daher lässt es sich wohl kaum vermeiden, dass dort jeder von jedem alles weiß. Das ist wohl so auf dem Land. Man erzählt einer Person etwas und wenig später wissen es alle. Ja, so ist das. Insofern verwundert es nicht, dass bereits kurz nach Mrs. Hamiltons Einzug seltsame Details ihrer Haushaltsführung nach außen drangen. Aha, zum Beispiel...